Was ich mache, ist wichtig und weil es so ist, wird es oft imitiert. Aber bisher war niemand besser als ich und wenn es soweit ist, dann packe ich die Koffer. Schaffst du es im Studio, immer ehrlich zu sein? Oder ist das, was du dort machst, letztlich auch nur irgendein Produkt? Ich glaube kaum, dass meine Art mir das erlaubt. Und das, Jungs und Mädels, kommt von Herzen. Nachbau gibt's bei mir nicht. Hast du denn gar nichts an dir und deiner Arbeit auszusetzen? Ich habe meine Fähigkeiten noch nicht voll ausgeschöpft. Ich strenge mich zwar an, aber es ist halt schwierig, perfekt zu sein. Was ist denn heutzutage überhaupt perfekt? In dieser Welt nichts, gar nichts. Und ich glaube auch nicht an Leben nach dem Tod, so wie an Götter, Himmel und Hölle. Mein Ziel ist es, ein perfekter Mensch zu werden. Ein Vorhaben, das nie in Erfüllung gehen kann, aber ich versuche es trotzdem, und zwar ohne dabei Buddhist zu werden. Warum meinst du, dass Public Image Limited mehr zu sagen hat als irgendeine andere Band, die euch wegdrängen will? Wo sind sie? Das wollte ich von dir wissen. Ja, aber das frage ich dich ja. Diese Plattenfirma zum Beispiel hat im letzten Jahr 150 Bands unter Vertrag genommen, die alle schrecklich sind. Wichtig ist aber, dass sie eine Chance bekommen und ich stehe ihnen dabei nicht im Wege. Ich brauche Geld, um jedes Jahr ins Studio zu gehen. Ich bin ständig pleite. Public Image Limited kostet viel Geld. Und vergiss die Gerüchte, dass ich Millionär sein soll. Das ist einfach Quatsch. Ich meine, ich habe nie eine Platte gemacht, die Nummer 1 wurde. Und davon braucht man halt ein paar, wenn man so viel wie Madonna verdienen will. Bist du dann noch aus anderen Gründen an Geld interessiert? Nein, ich sammle keine Antiquitäten. Außer Platten machen habe ich keine teuren Hobbys. Aber du scheinst an Haifischen interessiert zu sein, oder? Ja, das stimmt. Ich habe zwar Angst vor denen, aber sie faszinieren mich total. Und ich möchte so gerne in einem Schutzkäfig runtertauchen, um einen weißen Hai aus nächster Nähe zu beobachten. Warst du denn schon überhaupt mal nah dran? Nee, ich habe aber einen Delfin aus der Nähe gesehen, aber das fand ich langweilig. Ich hätte unter Wasser zur Welt kommen sollen, dann wäre ich bestimmt besser drauf. Wie steht's denn mit dem Weltall? Manche behaupten, es wäre besser gewesen, wenn ich nach meiner Geburt sofort ertrunken wäre. Nein, Weltraumgeschichten interessieren mich nicht. Du hattest eine Rolle in dem Film Cop Killer. Hast du danach noch mehr Angebote bekommen? Only rubbish. Ja, aber sie waren alle Mist. Komischerweise haben mich viele Filmleute für den gehalten, den ich dort gespielt habe, was völliger Blödsinn ist. Ich meine, seit wann bin ich ein Psycho-Killer? Ich bin absoluter Friedensvertreter. Kennst du denn niemanden, der für dich ein Drehbuch schreiben könnte? Greenpeace, they could come up with a script for me. Ja, Greenpeace könnte eins für mich schreiben. Wenn es Greenpeace nicht geben würde, dann hätte ich diese Organisation bestimmt selber erfunden. Ich bin voll auf ihrer Seite. Greenpeace halte ich für viel wichtiger als beispielsweise Amnesty International oder das, was Bob Geldof damals gemacht hat. Sie sammeln immer nur Geld ein, aber man weiß nie, wo es letztendlich hingeht. Die Probleme in Äthiopien sind sogar mittlerweile schlimmer geworden. Bei Greenpeace dagegen sieht man zumindest, wie sie mit ihren Booten rausfahren und für Unruhe sorgen. Ich meine, auf der ganzen Welt gibt es Kriege und die sind im Grunde für die Hungernot verantwortlich. Mach dir das klar, sag es dann deinen Popstars und frag sie dann nochmal nach Geld. Explain that to your Popstars and then ask them for the money.